In Mödlareuth teilte die Grenzsperranlage der DDR ein Dorf. Zwar gab es auch an anderen Stellen an der innerdeutschen Grenze Mauern, aber eben nicht so im Ortskern. Was die Älteren noch selber hautnah erlebt haben, klingt eben für die junge Generation wie so ein Kapitel aus dem Geschichtsbuch. Und damit das wachgehalten wird, die Erinnerung an diejenigen, die damals für die Demokratie gekämpft haben, für die deutsche Einheit, für eine freie, demokratische Gesellschaft, dafür ist es nötig, dass diese Geschichten erzählt werden, dass sich Ost und West begegnen. Und das war eine Freude und ein Umarmen. Ja, Leute, die sich nie gekannt haben, haben sich umarmt. Ich merke, dass nicht nur die Sprache immer noch unterschiedlich ist, dass Menschen unterschiedlich betroffen sind und dass es ganz, ganz sinnvoll und wichtig ist, Begegnungsmöglichkeiten zu schaffen. Für mich war das heute hier sozusagen aus Groß-Berlin nach Little Berlin ein ganz, ganz emotionaler Besuch auch, der mir auch nochmal die Bedeutung dieser ganzen historischen Ereignisse und auch vor Augen geführt hat, wie richtig das war, dass wir unsere Sommertour unter dieses Motto gestellt haben. 30 Jahre nach dem Mauerfall, was bewegt die Menschen? Seit 1982, da war ich 4 Jahre alt. Tja. Da haben Sie schon hier gearbeitet. Genau. Dann 7 Jahre hier gearbeitet und dann kam der Mauerfall. Dann kam der Mauerfall. Wie war das? Naja, das war erstmal eine recht unsichere Zeit. Ja. Ohne etliche Entlassungsfälle, die wir hatten. Das hat sich eigentlich, sagen wir, das ganze Leben hat sich geändert. Ja, alles, ne? Es waren ganz andere Prioritäten plötzlich und wir haben uns dran gewöhnt. Wir sind ein sehr familienorientiertes Unternehmen. Wir wissen, dass wenn zufriedene Mitarbeiter die richtigen Instrumente haben in einem Unternehmen, bleiben sie, sind sie zufrieden, sind sie viel produktiver. Es ist uns ein großes Anliegen. In Zeiten des Fachkräftemangels können sich Menschen entscheiden, wo sie hingehen. Und sie werden dorthin gehen, wo eben auch für die Familie und für die Familienfreundlichkeit Unternehmen etwas tun. Und da ist Wacker vorbildlich. Mein Mann ist voriges Jahr gestorben und da stand ich ja nur plötzlich da. Radebeul Ost ist nichts. Zum Einkaufen muss man dann immer über auf der Hauptstraße mit dem Bus fahren oder laufen. Und weil Radebeul diese Besonderheit hat, dass wir viele einzelne Stadtteile haben und viele kleine Läden zumachen, war das einfach das, was an uns herangetragen wurde. Ich war die Erste, die in den Wagen gestiegen ist, wo der neu war, und bin seitdem dabei. Einkaufen ist Lebensqualität. Einkaufen heißt, aus dem Haus zu gehen. Einkaufen heißt, wieder Lust auf Kochen zu haben und mir irgendwie Inspirationen abzuholen. Und das ist so schön. Der Fahrer, der kommt um 10, fährt uns wieder zurück mit unserem Einkaufskörben. Und dann schafft er mir das hoch bis in die Wohnung. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Und dann ist es wieder fort. Und schöner kann das gar nicht sein.